meine Damen und Herren, wir haben heute eine Besprechung gehabt mit den Vorsitzenden unserer Länder, mit dem geschäftsführenden Vorstand unserer Partei und mit ein oder anderen Kandidaten oder Kandidatin. Es gibt inzwischen insgesamt 73 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für ein Amt insgesamt im Vorstand bewerben. Also für alle Ämter zusammen, für den Vorsitz, für den Schatzmeister, für den Geschäftsführer und für die weiteren Vorstandsmitglieder. Es gibt eine weitere Kandidatur für das Amt eines Vorsitzenden der Linken, das ist der Bernd Rixinger aus Baden-Württemberg. Bernd Rixinger ist dort als Gewerkschaftssekretär beschäftigt, er leitet dort die Bezirksleitung von Verdi. Er ist ein langjähriger Gewerkschaftssekretär, der aber insbesondere auch in der sozialen Bewegung sehr bekannt ist. Und ich freue mich, dass wir damit auch noch eine weitere Kandidatur für den männlichen Kandidaten im Vorstand haben. Die Sitzung selber ist in sehr angenehm und entspannter Atmosphäre verlaufen. Wir haben den Parteitag insofern vorbereitet, dass wir uns noch mehr ausgetauscht haben, wie wir die Anträge bearbeiten werden. Wir haben ja zwei Anträge, insbesondere für den Leitantrag. Wir haben entschieden, dass wir möglichst integrativ das Ganze bearbeiten wollen. Das gilt auch für die Führung. Wir haben bewertet, wie die Regionalkonferenzen gelaufen sind, die wir in der letzten Woche durchgeführt haben. Es waren ja eine ganze Reihe von entsprechenden Konferenzen. Wir haben dort festgestellt, dass die Mitgliedschaft ein sehr großes Interesse hat, dass wir eine integrative Lösung für diesen Vorstand finden. Und ich glaube, dass wir jetzt genug Kandidatinnen und Kandidaten haben, die eine solche Entscheidung möglich machen würden.